Hi, ich bin Sarah von das V-Sind-Wir, heute mal nicht zu Gast im Vogtland, dafür aber auf einer vogtländischen Baustelle im benachbarten Franken. Wir nehmen das 20-jährige Firmenjubiläum der Tief- und Ingenieurbau GmbH Weischlitz heute mal zum Anlass, in den Austausch mit den neuen Geschäftsführern zu gehen. Wir haben im Mai angefangen diesen Jahres und werden ungefähr bis Juni 2023 hier arbeiten. Es werden 40 Baugrundstücke erschlossen in verschiedenster Größenordnung von 800 Quadratmeter bis zu 1.500 Quadratmeter. Und da wird natürlich Abwasser, technisch Schmutzwasser rangezogen, Regenwasserkanäle, bis hin Trinkwasseranschluss, Stromanschluss und LWL. Das heißt dieses schnelles Internet, was heutzutage überall verwendet wird und aktuell ist. Ja, und das Übliche dann halt Straßenführung mit Straßenbeleuchtung und ja, optische Gestaltungen jetzt an der Straße nochmal. Lukas ist familiär eingestiegen, ne, durch seinen Vater, und bei mir war das so, dass ich die Ausbildung in der Firma gemacht habe und dann eben jetzt mittlerweile 15 Jahre dabei bin und habe dann das Angebot bekommen vom anderen Geschäftsführer, das zu tun, zu übernehmen, da einzusteigen. Ja, und so entstand die ganze Konstellation, wie wir jetzt da stehen. Ist das schön. Genau. Was plant ihr für die Zukunft? Neue Geschäftsfelder? Vielleicht auch neue Mitarbeiter zu finden? Oder ist, glaube ich, derzeit überall ein schwieriges Thema? Man kann vielleicht dazu noch sagen, die Firma hat sich so ein bisschen aus der alten Firma in Weischlitz rausgegründet. Ja. Und da wurden auch viele Mitarbeiter mitgenommen, die jetzt genauso wie mein Vater oder der Herr Muck in Rente gehen. Ja. Und somit muss jetzt auch im Unternehmen Mitarbeiterstamm muss dann auch jetzt langsam im Generationswechsel vorangetrieben werden. Und deswegen brauchen wir auf alle Fälle junge, neue Kräfte. Genau. Aus diesem Grund hatten wir uns auch für die Politik entschieden, mit Lehrlingen Auszubildende einzustellen. Das haben wir letzten Jahr angefangen. Wir bilden derzeit 4 Lehrlinge aus. Und 3 sind im 2. Lehrjahr und einer ist jetzt im 1. Lehrjahr. Ja. Und das ist unsere Hoffnung in die Zukunft, dass die jungen Leute begeistert werden, auf den Bau zu gehen. Habt ihr jetzt eigentlich auf der Baustelle auch zufällig Azubis mit da? Ja, wir haben 2 Azubis da. Wir können gerne mal hingucken. Ja, du kennst die von früher. Du hast die Beziehungen damals schon bereits aufgebaut. Es war gutes Zusammenarbeit. Und dann sagst du, warum jetzt nicht genauso? Ja. Na, und dann bist du schon auf einem guten Draht, sage ich mal, da. Auch für die Firma was Gutes zu tun, ne? Aufträge ranzubekommen, ne? Oder bestimmte Probleme zu lösen, zu klären. Was hat euch denn da dazu bewogen, euch bei der TIW zu bewerben? Oh, das hat viele Gründe eigentlich mitgehabt. Wir zwei sind allgemein schon seit relativ längerer Zeit befreundet und so. Und ja, weil ich noch keine richtige Ausbildung hatte in der Hinsicht, haben wir uns ein bisschen zusammengelatscht, ne? Und dann sind wir halt durch Suchen und durch Freunde noch im Hintergrund auf den Betrieb gekommen. Mhm. Und dadurch haben wir uns dann beworben, weil es ein relativ sehr vielseitiger Beruf oder Ausbildungslehrer ist. Ja. Deswegen sind wir hierher gekommen. Und was habt ihr so für ein Ziel später mal? Welche Position hättet ihr gern inne im Unternehmen? Also schon etwas Höheres. Ja. So als Vorarbeiter mäßig. Das ist eigentlich so das Ziel und eigentlich das Größte, was man so mit erreichen könnte. Klar, geht dann immer weiter mit Chef, eigene Firma oder ne, Firma übernehmen. Wie man es ja auch gut gesehen hat. Ja, ne? Wie in der Firma schon. Ja. Hat man auch so ein bisschen als, als Ziel so. Und ja, das wäre schon so ein Traum. Weichen sind total auf Zukunft gestellt bei euch, das hört man gern. Und man sieht halt auf alle Fälle, dass auch am Woidemar ist ja das beste Beispiel, dass man Aufstiegschancen im Unternehmen hat. Also man kann als Lehrling anfangen, man kann sich weiter, also wird dann Facharbeiter, hat die Chance zum Polier oder zum Vorarbeiter, dann zum Polier. Und wenn dann auch noch die Leistungen da sind, ist auch möglich, ein duales Studium noch
zu machen, um dann vielleicht mal Bauleiter bei uns im Unternehmen zu werden. Also ist alles möglich. Und es ist halt schön, im kleinen Unternehmen sind die Aufstiegschancen, denke ich, noch einfacher. Ja. Kannst auch eher gesehen werden im Team, genau, wahrscheinlich, genau, und dich profilieren. Ne? Ja. Wir hoffen, euch hat der Einblick heute ins Baustellenleben hier gefallen. Wenn dem so ist, klickt gern Gefällt mir, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von unserem Kanal Das V sind wir.